Na schön. In deinem Buch stehen zwei Bemerkungen über mich. Eine, dass ich eine IT-Wohnung in Venedig hätte. Wahrscheinlich habe ich irgendeine ironische Bemerkung gemacht, die du falsch verstanden hast. Nein, ich schwöre, dass ich noch nie in meinem Leben Eigentümer einer Wohnung in Venedig war und habe auch gar nicht vor, es zu werden, obwohl Venedig eine schöne Stadt ist. Gregor, meine Frau ist ja auch in die Beanwesen. Es war in Recklinghausen, nachdem du als mein Verteidiger, mir war ein Rechtsanwalt versprochen worden, ich kriege eine linke Socke. Ja. Aber ich habe dich doch gut verteidigt. Du hast gesehen, dass mein Verteidiger da war, so wie die weißen Westen getauscht hatten. Gut, wir haben auch ein bisschen was getrunken. Du hast hinterher getanzt. Meiner Frau gesagt, sie soll die Schuhe ausziehen. Als sie gesagt, habe ich schon. Ja, damit sind wir so lange. Und das du wahrscheinlich scherzhaft gesagt, du hättest eine Eigentumswohnung in Venedig gekauft. Da habe ich gedacht, wunderbar, typischer Kommunist, investiert in den Untergang. Insofern. Denn bin ich eben doch kein typischer, denn ich habe keine Wohnung. Ja. Schade. Wenn ich mal eine ironische Bemerkung mache, na gut. Aber außerdem hast du geschrieben, dass ich dir angeboten hätte, dich als Rechtsanwalt gegen die AfD zu vertreten. Das stimmt. Und du meintest frecherweise, dass wenn es so weit käme, du vor furchtbaren Problemen stehen müsstest. Stehst du inzwischen vor furchtbaren Problemen oder siehst du mich anders? Nein, das war so, ich saß im Auto und du hast aus Wien angerufen, weil du gelesen hattest, die AfD wollte mich irgendwie verklagen oder anzeigen oder was auch immer. Da hat Gregor angerufen bei mir und sagte, Wolfgang, das wäre doch toll, wenn ich dich verteidige, habe ich gesagt. Gregor, wir wollen doch gewinnen, also wenn es so weit wäre. Ich doch nein. Auch. Nein, das also... Es war ja klar, dass diesen großen Ankündigungen nichts folgen würde. Also ja. Ist wie bei der AfD, große Ankündigungen und dann kommt nichts. Du bist erst in dritter Ehe verheiratet und hast aus der zweiten Ehe Zwillinge. Ja. Ist aus dem Unterschied zu uns beiden was Vernünftiges geworden? Was treiben die so? Als nächstes Mal muss ich jetzt bestätigen, nicht meine dritte Frau wird meine letzte sein. Mehr kann ich mir auch nicht leisten. Aber das werden wir noch sehen. Aber es ist wirklich, 80 wird man merken. Wir sind jetzt 31 Jahre zusammen und ist nach wie vor glücklich, auch Strafverteidigerin. Weißt ja, bei Anwälten ist ja so, sie reden so lange, bis der andere nicht mehr weiter weiß und dann ist das Ding zu Ende. Nein, aber es ist wirklich jeden Tag schön. Meine Töchter sind gut geraten, sehen gut aus, sind beide intelligent, also haben nichts von mir, sondern von ihrer Mutter. Wie gesagt, Einzelabitur, Prädikatsexamen, die eine ist Richterin, die andere Geschäftsführerin eines Verbandes. Und beide glücklich und gut verheiratet, das heißt, die eine hat auch Jura studiert und die andere hat beide Jura studiert. Beide. Hm. Wir waren gelegentlich also drei Juristinnen gegen mich und aus mir ist trotzdem noch was geworden. Ja, das ist schwer, das stimmt. Lieber Wolfgang Kubicki, du wirst eingeschätzt als frech und eitel, als schillernd und klug, als wirklich liberal und intelligent. Du hattest Angst, dauerhaft in Berlin zu leben, weil man dort zum Trinker und Hurenbock werden könne. Ich weiß nicht, ich lebe seit Geburt in Berlin. Ich glaube, dass du ein guter Freund bist. Zuverlässig, das ist das Wichtigste. Du bist 4 Jahre jünger als ich und musst, wie ich, noch lernen, das Alter zu genießen. Bitte bleibe in der Politik. Bleibe an der Politik, an Europa und an der Lösung der Nahostkonflikte und an einem besseren Verhältnis zu Russland interessiert. Gerade für deine diesbezüglichen Aktivitäten möchte ich dir heute ein Wort sagen. Danke.